Hallo meine lieben Zuschauer, wie vielen von euch bereits aufgefallen sein dürfte, ist YouTube nicht mehr das, was es einmal war. Und woran das liegt, werde ich euch heute genauer erläutern. Einst war die YouTube-Landschaft ruhig und friedlich, doch vor einiger Zeit wurde die unumstrittene Königin von YouTube, Coldmirror, von ihrem YouTube-Thron gestoßen, von einem gewissen Julian Bam, der heute übrigens auch keine Videos mehr macht. Dies war ein schleichender Prozess, den zunächst niemand mitbekam, doch nach der Machtübernahme des bösen Julian Bams fand die friedliche Idylle ihr jähes Ende. Die maskierten Hater waren erst der Anfang, doch sie hatten nun ausgedient. Die entstandenen negativen Spannungen machte sich der gefürchtete Julian Bam zunutze und erschuf noch bösartigere, hasserfülltere Kreaturen, die YouTube von innen heraus zerstören sollten. Und so kam es, dass beliebte und wirklich gute YouTuber wie ApoRed oder Leon Mascher negativen Kritiken ausgesetzt wurde. Der böswillige Haider, eine von Julian Bam weiterentwickelte Form des sogenannten Haters, der sich mittlerweile mit Klängern, einen weiteren Sklaven des bösartigen Julian Bams, zusammentat, um größeres Übel über die Plattform zu bringen, ist ein Symptom der neuen YouTube-Generation. YouTuber wie Dagi B oder Bibis Beauty Palace, die stets auf eine gut gekennzeichnete Produktplatzierung achten, werden zu Unrecht aufgrund ihres Contents angegriffen. Auch der gebildete Miguel Pablo, der die Verträglichkeit von Chicken Wings ausgiebig auf der Haut testet, musste am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutet, den Hass von Assi-YouTubern zu spüren. Auch der Sexualaufklärungsunterricht der Wirtschaftswissenschaftlerin Katja Krasavice wurde mehrfach gestört. Wo soll das alles nur enden, habe ich mich mit dieser komischen Stimme, die ich gerade benutze, gefragt und stieß dann auf den Kanal von Julian Bams persönlichem Haustier Mimi, einem Wesen, das extreme Ähnlichkeiten einer gigantischen Fruchtfliege aufweist, welches nach einem systematischen Prinzip zu arbeiten scheint, nachdem ausgewählte YouTuber anscheinend nach und nach zerstört und beerdigt werden. Nach diesen schockierenden Erkenntnissen wurde mir klar, dass der gefürchtete Julian Bam somit niemals selbst Hand anlegt, sondern die Arbeit von seinen YouTube-Lakaien durchführen lässt. Doch in einigen wenigen Fällen wird er dann selbst doch tätig. Zum Beispiel wird gute Musik nicht mehr wertgeschätzt. ApoReds beliebtester Hit Jeden Tag Samstag wurde vom bösen Julian Bam kopiert und mit bösen Absichten ins Lächerliche gezogen, um den Untergang ApoReds zu gewährleisten und somit die Konkurrenz für immer auszuschalten, um sich die alleinige YouTube-Herrschaft weiterhin für alle Ewigkeit zu sichern. Sollte das passieren, ist YouTube Deutschland dem Untergang geweiht. Denn was wir wirklich brauchen, sind gescriptete Fake-Pranks, Minecraft-Let's Plays und Beauty-Videos. Qualitativ hochwertiger Content? Pfui. Meine Güte, wer hat sich dieses Scheiß-Skript hier ausgedacht? Ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns.